Ah, okay, das ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer. Wir müssen nur die Buchstaben, wenn man es denn als Buchstaben bezeichnen möchte, Paare finden. Wie die zum Beispiel. Und die zum Beispiel. Und die. Und die. Und die. Und die. Und die. Oh, das machen wir jetzt offenbar nochmal. Fantastisch. Die beiden. Und die beiden, würde ich sagen. Oh, nee, offenbar nicht. Ach nee, das hat hier noch so ein Nupsi, das hat das nicht. Nee. Ist aber auch trickreich. So, aber das sieht ganz gut mit dem aus. Auch nicht. Ach, kacke, das ist doch... Genau den gleichen Fehler nochmal gemacht. Unglaublich. So, das mit dem. Das mit dem. Das mit dem. Das mit dem. Okay. Tausche die Buchstaben entsprechend dem Muster. Wait, what? Ach so. Das heißt, das muss nach da. Dann geht's damit weiter. Dann geht's am ehesten hier weiter. Da könnte das ran und das so. Aha! Gott! Wer bist du? Ach was. Which pact would you like me to translate for you? Das war doch sonst immer der Gnome auf der Kiste. A deal between Corey Black and Davy Jones. In return for not killing her mother, Corey Black agrees to serve Davy Jones as his maid from this moment until Davy Jones's pledge is fulfilled. But it's not your... You haven't signed a deal like the rest of us. You're smarter than that. To save your daughter and all of us, you must find a way to fulfill the pact. I can't tell you much, but Davy's pledge has to do with a person. And she is in a very cold place. This might help you. Wer das wohl sein könnte? Oh, ich kriege ein Blümchen. Dankeschön. Den Pakt kriege ich nicht wieder. Das ist natürlich schade. Der Zwerg behauptet, dass der Pakt nur widerrufen werden kann, wenn man den Schwur, den Davy Jones vor Jahren geleistet hat, erfüllt. Ich sag ja, das wird melodramatisch. Okay, hier können wir nichts weiter tun, außer uns den Kappes angucken. Wofür brauchen wir denn diese Blüte? Hier brauchen wir auch noch eine ganze Menge. Das hätte natürlich total sein können. Okay. Na, Moment. Warum kann ich denn den Uhrzeiger nicht bewegen? Weil der Knopf, den wir da brauchen, der liegt ja in Wirklichkeit da drunter, sehe ich gerade. Sonst nichts machen. Sehr merkwürdig. Okay, wir gehen einfach nochmal zurück. Weil in der Tat muss hier auch noch was sein. Wenn ich den hier noch anwählen kann, dann muss hier noch irgendwas sein. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich habe langsam echt keinen Plan mehr.
So im Garten ging ja auch nichts außer der Eistür da oben, ne? Da wir noch nichts ansatzweise Heißes haben, gehen wir mal hierhin zurück und ja, packen mal die Feder weg. Das hilft uns aber leider auch nicht so richtig viel. Nein. Wofür brauchen wir eigentlich dieses Sternschnuppen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Auf die Karte. Aber das hilft uns ja jetzt auch nicht so richtig weiter. Also eher so gar nicht. Und wo zum Geier brauchen wir diese Blüte? Und was machen wir mit dem Salz? Ich habe gar keinen Plan. Können wir eigentlich... Nee, die Zelle geht wahrscheinlich auch erst ganz am Ende auf. Vermutlich. Finde ich auch ganz gut, nervt uns das Balk nicht weiter. So, was geht denn hier noch so? Nix. Nee, das macht alles auch irgendwie gar keinen Sinn. Das Gefühl, dass ich irgendeinen Ort noch nicht entdeckt habe. Erstmal schön die Blüte ins Hirn setzen. Ein bisschen Salz reinkippen. Keinen Sinn hier. Natürlich, wir tauen mit dem Salz das Eis ab. Denn wenn man denn wie jeder weiß, wenn man Salz auf Eis kippt, schmilzt es sofort. Auch eine riesige Schicht. Ich meine, natürlich senkt Salz den Gefrierpunkt von Wasser. Also es friert dann nicht mehr bei 0 Grad, sondern Salzwasser friert halt bei keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, nein. Einfach nein. Nun ja, zumindest haben wir es jetzt offen. Ziel abgeschlossen, Geisterpfad. Okay. Ach, guck mal. Here my beloved daughter awaits her awakening. Oh my goodness, if Davy Jones wrote this, I never knew he had a family. Wusste doch, dass es seine Tochter ist. She's so beautiful and serene. I wonder what happened to her. Wollen wir das wirklich wissen? Schön, dass sie mit einem Puzzleteil beerdigt wurde. Oh nee, es ist gar kein Puzzleteil. Es ist eine Reliefplatte, Entschuldigung. Sie sieht so schön und... Achso, das hatten wir gerade schon. Gut, wir lassen die da erstmal liegen. Das wird offenbar nichts. Oder doch?
Oder auch nicht. Okay, da brauchen wir erst alle Teile, ist klar. Was geht denn hier so ab? Okay, dann fehlt uns hier offenbar der Teil vom Relief. Und hier fehlt uns noch irgendwas anderes. Oder kann ich hier vielleicht... Der Kristall gibt eine Art Energie ab, die den Weg versperrt. Kann ich... Okay, ich kann hier aber auch nichts machen. Außer dieses Puzzleteil mitnehmen. Tada! Ah, ich kann einfach den Kristall rausnehmen. Das ist natürlich einfach. Diese Figuren. Das ist Davy Jones, ein paar Piraten und... Auf wen zielen sie? Wir brauchen auf jeden Fall den Mondstein da. Können aber sonst hier nichts weiter machen. Also vorerst zumindest nicht. Aber wenn wir jetzt die Reliefplatten haben, dann setzen wir die doch mal ein. Stelle das Bild wieder zusammen, indem du die Teile tauschst. Du kannst Teile nur innerhalb desselben Rings tauschen. Okay, das macht es zumindest ein bisschen einfacher. Nope. Nein, das sieht so schon ganz gut aus. Glaube ich. Okay, der Ring sieht stimmig aus, möchte ich sagen. Die Kristalle zum Leuchten, um das Bild zu enthüllen. Wait, what? Oha. Drama. I wish to live long enough to bring my daughter back to life. I shall exact a grievous toll, for I pledge vengeance on every pirate's soul. Until my daughter is brought back to life, none of you shall rest nor die. Schlechtestes Gedicht ever. Pledge. So the only way to cancel the pact is to wake up the girl. Okay, dann müssen wir also mal ganz dezent Davies Tochter. How dare you? What gives you the right to take up my past? I've had enough of you. Get out! Are you all right? My name is O'Malley. I used to be head alchemist for Mr. Jones. Everyone who signed a deal with Mr. Jones is stuck on this island until his daughter is brought back to life. Well, to save your own daughter, you'll have to wake up Mr. Jones. Despite what he claims, it is possible. I am certain of it. I shouldn't be here. Find me in the mines. Together, we might be able to end the deals. But be extremely careful. Mr. Jones mustn't find you. Take this and make yourself a map up in Mr. Jones' office. Good luck. Okay. Dass ich das gemacht habe, da wäre ich sonst nie mal drauf gekommen. Ist auch total super, dass wir jetzt direkt wieder dahin latschen, wo uns Davy gerade rausgeschmissen hat und es halt so niemanden stört. Okay, jetzt haben wir den halben Mond. So, Quest complete. Naja, fast. Oh, hier hinten müssen wir noch das Triforce zusammenbauen, okay.
dem Eishaus sehe ich Gebäude, aber der Ausgang ist versperrt. Dann müssen wir wahrscheinlich durch das Eishaus durch. Okay, das macht auch einfach noch nichts. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in Davy Jones Büro. Aber vorher suchen wir offenbar noch Kram. So, das war bis hierhin ganz erfolgreich. Ist das ein Teil hier? Nee, ne? Nee. Gerade beschlossen, dass nein. So, wir brauchen noch das Teil und das Teil. Dann brauchen wir noch diese Peaks-Spitze und noch so ein... das Teil. Und die Spitze ist hier. Okay, das ging mal deutlich schneller als beim letzten Mal. Das ist jetzt was? Ach, ein Stundenzeiger. Huhu. Na, dann weiß ich ja, was wir jetzt damit machen. Das machen wir jetzt auch noch. Ach, es sind 3 Uhrzeiger, okay. Das Gerät hat eine Karte gezeichnet. Und dann nehmen wir natürlich noch den Uhrzeiger mit. Ach komm, wollte gerade sagen, das Seepferdchen habe ich ja wohl gerade noch gesehen. Gott, ich habe garantiert schon Sammelobjekte übersehen. Versuche, an den Knopf im Innern des Ziffernblattes zu gelangen. Aktiviere alle 6 Galaxien und bringe die Sternbilder... Okay, erstmal... Okay, das war jetzt nicht so schwer. Das macht schon irgendwie gar keinen Sinn. Also. Ach. Ich würde gerne dieses Sammelseepferdchen hier einsammeln, aber ich glaube, es ist einfach kein Sammelobjekt, sondern es ist einfach da dran. Oh Gott. Vor allem kann ich hier alles drehen. Das kann ja. Na, wobei, vielleicht muss ich es auch einfach nicht in die richtige Position, also nicht komplett ausrichten. Doch, offenbar schon. Ach so, ich. Es leuchten ja Sterne im Hintergrund. Alles gut. Das ist was? Das Monokel. Auch da wissen wir, wem das gehört. Dann sind wir hier jetzt, glaube ich, endgültig fertig, oder? Gut, dann verlassen wir dieses Büro mal.